Hey liebe Campingfreunde, heute schauen wir uns mal das richtige An- und Abkoppeln von eurem Wohnwagen an. Ich bin Christian von Camperland Bonn und jetzt geht's los. Wir schauen uns jetzt einmal an, wie man das Ganze korrekt anhängt. Denkt natürlich daran, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt, die Glocke zu drücken. Und wenn euch das Video gefällt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. So, wir sind jetzt hier im Bereich hinter unserem Auto angekommen. Und hier sehen wir schon die beiden wichtigen Sachen. Einmal die Kupplung. Wir haben hier eine Knott KS25 und da haben wir den Kugelkopf der Anhängerkupplung. Und bevor wir das Ganze jetzt anhängen, geht der erste Blick natürlich hier auf den Kugelkopf. Denn hier müssen wir ein bisschen darauf achten, dass das Ganze fettfrei und natürlich auch rost- oder lackfrei ist. Warum rost- oder lackfrei? Wenn die Anhängerkupplung ziemlich neu ist, dann ist die noch lackiert. Und wir haben hier die beiden Bremsbäckchen, die in eurer Anti-Schlingerkupplung verbaut sind. Ich kann euch das mal so ein bisschen vorführen. Also wir haben diese beiden Teile haben wir hier drin. Und dadurch, dass nachher der Hebel zusammengedrückt wird, drücken diese beiden Plättchen auf den Kugelkopf. Also so. Und wenn wir jetzt hier Rost dran haben oder noch frischen Lack dran haben, dann quietscht und knackt das Ganze beim Abbiegen. Dann kriegen viele Leute Angst, braucht ihr eigentlich nicht haben. Aber um das zu vermeiden, müssen wir jetzt schauen, dass hier kein Fett bzw. kein Rost oder kein Lack drauf ist. Kein Fett, das lässt sich ganz einfach mit Bremsenreiniger lösen. Und um den Rost oder den Lack abzubekommen, nehmen wir einfach Schmirgelpapier. Ich habe ja zwar sehr feinkörniges, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Genug der Theorie, jetzt zur Praxis. Wir wollen jetzt einmal unser Zugfahrzeug in Richtung unseres Wohnanhängers bewegen. Und das müssen wir natürlich sehr vorsichtig machen. Das können wir auf drei verschiedene Art und Weisen machen. Entweder wir holen den Wohnwagen zu unserem Zugfahrzeug. Habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Dann bleiben noch zwei Möglichkeiten. Entweder rückwärts fahren mit Einweiser oder mit dem technischen Helferlein. Das wäre in dem Fall hier die Rückfahrkamera. Wir legen jetzt den Rückwärtsgang ein. Und dann fahren wir schön vorsichtig zurück, weil wir sind ja im Urlaub. Wir sind nicht auf der Flucht und wir wollen auch nirgendwo gegenfahren. Deswegen fahren wir hier punktgenau unter das Kupplungsmaul und fertig. Das hat ja super geklappt. Jetzt wollen wir das Ganze mal richtig anhängen. Dazu greifen wir an das Stützrad, das wir hier unten sehen, und fangen an, das Ganze nach unten zu kurbeln. Dadurch senken wir die Deichsel ab und der Kugelkopf verschwindet gleich hier oben im Kupplungsmaul. Und ab einem gewissen Punkt sollten wir sehen, wie der Kupplungsverschluss zuschnappt. Und daran sehen wir dann, dass wir das Ganze richtig angehangen haben. Beziehungsweise, wenn wir hier oben drauf den kleinen roten Pin sehen, dann sehen wir gleich auch, wie der nach oben rausschnappt. Darunter sehen wir dann einen grünen Ring und dann wissen wir, das Ganze ist korrekt angehangen. So, und dann gucken wir mal, ob es jetzt auf Anhieb funktioniert. Oh, da hat es funktioniert. Und jetzt sehen wir auch hier oben, ist der Stift rausgekommen. Ne, hier, wir sehen hier, vorher haben wir nur den roten Kopf gesehen. Jetzt sehen wir hier unten drunter den grünen Rand. Und jetzt kurbeln wir das Stützrad so weit hoch, dass wir hier unten mit dieser Achse in dieser kleinen Aussparung landen, damit das Ganze während der Fahrt nicht hin und her dreht. Sehr gut. So, dann packen wir jetzt an die Bremse und hier an den Knebel des Stützrades, damit wir das Stützrad lösen können und komplett nach oben ziehen können. Dazu halten wir gleichzeitig auch hier oben fest, weil logisch, es fällt sonst nach unten. Ziehen es komplett hoch, drehen es fest, am besten handfest, nicht zu fest. Wir wollen es ja später auch wieder abbekommen. Und dann haben wir das hier schon mal erledigt. Jetzt geben wir Strom auf den Anhänger. Da wir hier noch ein ETS verbaut haben, dazu empfehle ich euch das Video, was wir dazu gedreht haben, können wir jetzt gleich sehen, wie das ETS reagiert. Das heißt, ich gebe jetzt Strom auf den Anhänger und jetzt gleich hören wir ein Summen. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Da war's und jetzt sehen wir die grüne Leuchtdiode, die leuchtet und das bedeutet, das Ganze ist jetzt auch aktiv. Dann packen wir das Abreißseil, das Sicherheitsseil,
in die dafür vorgesehene Öse unterhalb der Kupplung. Es hat nicht jedes Fahrzeug, eher neuere Modelle haben diese Öse. Bei uns in Deutschland reicht es ja eigentlich, das Abreißseil nur hier um die Kupplung zu legen. Aber in vielen europäischen Ländern im Ausland ist es Vorschrift. Deswegen würde ich euch bitten, macht's fest irgendwo am Fahrzeug in der dafür vorgesehenen Öse. Jetzt schauen wir uns einmal hier den Verschluss der Kupplung an. Da gibt es nämlich zwei Positionen, die geschlossen sind. Wir haben jetzt hier die erste Position geschlossen. Das bedeutet, es ist jetzt fest mit dem Fahrzeug verbunden. Also er kann jetzt nicht abfliegen. Die Anti-Schlingerkupplung ist aber noch nicht aktiv. Dazu greife ich hier dran und das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ich vergleiche das immer gern mit so einer Schaufelbewegung. Das heißt, wir stecken die Schaufel in den Sand und drücken runter. Jetzt haben wir hier die Anti-Schlingerkupplung auf den Kugelkopf gedrückt. Das heißt, so ist das Ganze mit Anti-Schlingerkupplung mit eurem Fahrzeug verbunden. So ist das Ganze ohne Anti-Schlingerkupplung mit eurem Fahrzeug verbunden. Und wie wir das Ganze nachher wieder ablösen, das zeige ich euch jetzt. Ich bin jetzt im Urlaubsort angekommen. Dabei muss ich natürlich auf etwas achten. Das machen nämlich leider viele falsch. Wir haben ja eine Auflaufbremse. Das heißt, wenn ich bremse, dann läuft der Wohnwagen auf meine Anhängerkupplung auf. Hier ist ein Stoßdämpfer drin. Und dieses Ziehharmonika-Stück hier, blöd gesprochen, das drückt sich zusammen. Und wenn ich jetzt natürlich den Wohnwagen abnehme und das Schlüsselrad runterkurble, das Ganze geht hoch, dann entspannt sich diese Gasdruckfeder, dieser Stoßdämpfer und drückt mir womöglich eine unschöne Delle in mein Zugfahrzeug und da habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen gehe ich jetzt einmal nach vorne, dann lasse ich das Fahrzeug ein bisschen nach vorne rollen und dann werdet ihr sehen, wie hier an dieser Stelle der Stoßdämpfer sich wieder entspannt und dann brauche ich mir auch keine Sorgen um meinen Lack machen. Dann wollen wir doch mal gucken. Das sieht doch schon deutlich besser aus. Wir hauen uns jetzt hier nicht gegen unser Zugfahrzeug, wenn wir das Ganze abkuppeln. Schritt 1. Wir nehmen den Strom ab. Schritt 2. Wir legen das Abreißseil ab. Dann befestigen wir das einfach hier so, damit uns das nicht im Weg rumfuchtelt. Und dann Schritt Nummer 3. Wir öffnen hier die Kupplung. Schritt 4, wir setzen das Stützrad ab, nicht zu tief. Wir wollen noch ein bisschen Luft nach unten haben. Dann, ganz wichtig, was viele vernachlässigen, vergessen, vielleicht aber auch gar nicht wissen, um das Fahrzeug abzukuppeln, muss ich hier diesen Griff wieder nach oben ziehen und festhalten. Denn nämlich aus Sicherheitsgründen springt er wieder zurück, sodass das Ganze wieder fest verschlossen ist. Ich muss aber hingehen und es festhalten. Warum ich das muss? Wenn ich jetzt das Stützrad absenke und runterkurble, dann kann es passieren, dass wenn ich das hier nicht festhalte, einfach das Zugfahrzeug mit anhebe. Und was geht dann kaputt? Richtig, das Stützrad geht kaputt. Und das wollen wir nicht. So. Jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir gleich hier merken werden, wie das Ganze schön rausflutscht. Und sobald ich merke, dass ich das Ganze nach oben anhebe, ziehe ich die Bremse. Ich kann aber eigentlich auch jetzt schon die Bremse ziehen. So. Oh, butterweich. Butterweich, butterweich, butterweich. Wunderbar, das sieht doch schön aus. Findet ihr nicht? Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen. Wir wissen auf jeden Fall jetzt, wie wir richtig an- und abkuppeln. Der nächste Schritt wäre jetzt das korrekte Ausrichten des Fahrzeuges. Wie das funktioniert, das haben wir euch in einem anderen Video schon mal gezeigt und das verlinken wir unten in der Videobeschreibung. Es würde mich wirklich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat. Dann lasst ein Like oder einen Kommentar da, wenn ihr Sorgen, Nöte, Anregungen oder Wünsche habt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Christian von Camperland Bonn.